Sie haben die Möglichkeit, von Ilias benachrichtigt zu werden, wenn neue Ergebnisse zu Ihrer eingestellten Übung abgegeben worden sind. Das müssen Sie allerdings extra einstellen, und zwar durch Setzen eines Häkchens innerhalb der Übung. Das zeige ich Ihnen einmal. Wechseln Sie dazu in Ihren Kurs und in Ihre Übung. Hier haben Sie jetzt mehrere Reiter zur Verfügung und unter dem dritten Reiter Einstellungen finden Sie hier Ilias Mail-Benachrichtigung bei Abgaben. Das heißt also, jedes Mal, wenn eine neue Abgabe getätigt wurde von einem Kursteilnehmer, also der ein neues Dokument hochgeladen hat, innerhalb der Übung bekommen Sie eine E-Mail zugesandt. Ich klicke hier einmal auf Speichern und werde das Prinzip noch einmal aus der Studierendensicht zeigen, beziehungsweise aus der Sicht eines Kursteilnehmers. Dazu wechsle ich hier einmal in die Sicht eines Kursteilnehmers, und zwar auf Eve Kandel, wechsle in den Testkurs und gehe hier ebenfalls in die Übung. So, die Eve Kandel hat diese Übung noch nicht mitgemacht und hat noch keine Lösung eingereicht. Das wird sie jetzt nachholen, Lösung einreichen. Klicke hier auf Datei hochladen, durchsuchen und nehme beispielsweise hier Text für Übung. Okay. Und lade das Dokument hoch. Yves Kendall hat nun ihre Übung hier abgegeben. Und wenn ich jetzt wieder wechsle auf die Ansicht des Kursleiters bzw. des Kursadministrators und gehe einmal zurück in den Kursraum, dürfte hier jetzt unter Ilias Mail eine neue Nachricht zu finden sein. Genau, eine neue Abgabe für die Übung mathematische Grundlagen. Und so weiter. Dann bekomme ich hier die Benachrichtigung. Und je nachdem, wie Ihr Mail-Postfach innerhalb von Ilias eingestellt ist im persönlichen Profil, wird diese E-Mail natürlich auch an Ihr Webmail-Postfach weitergeleitet. Und Sie können die Mail nicht nur in Ilias, sondern von überall aus abrufen.